Und damit willkommen bei Race of Seven Saison 1 Rennen 4 zum Qualifying. Und wir fahren auch direkt los. Und ich hoffe, dass es nicht irgendwie laggt, weil vorhin hat er manchmal ein paar Mal gemoppert, dass die CPU zu hoch sei. Die Codierung. Und deswegen gucke ich schon mal ganz kurz. Ja, es geht. Also ich bin gerade kurz immer so aufs Spiel rausgetappt, das war jetzt nicht. So. Das war schon mal genial. Aber ich muss gerade... Ich habe nämlich was ausprobiert. Ich muss gerade ganz kurz nochmal was umstellen. Und zwar ist das das und nicht das andere. Und wir können dann direkt auch wieder losfahren. Weil ich musste... Der hat wieder ein bisschen was zurückgestellt. Weil, ja. Warum genau, weiß ich auch nicht. Weil ich ein Lenkrad angeschlossen hatte. Wobei der da eigentlich das vom Lenkrad zurücksetzen musste und nicht von dem, müsste und nicht von dem Controller. Aber naja. Vielleicht kommt auch mal mit dem Lenkrad, also ein Video mit dem Lenkrad, wo ich mit Lenkrad fahre. Aber das wird man ja sehen. Ich habe das Lenkrad nämlich netterweise von einem Freund bekommen. Also nicht bekommen im Sinne von geschenkt, sondern geliehen bekommen. Weil er das momentan über hat, weil er selber zwei hat. Und ja, sendet von mir auf jeden Fall. Und... Warum ist der Scheibenwischer an? Warte, wie mache ich den aus? Das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Ah. Okay. Mit rechtem Stick klicken. Mit R3 ist es ja, glaube ich, beim PS4-Controller. Steht ja leider nicht drauf. So, aber jetzt fahren wir auch mal richtig. So. Und wir haben eine schön freie Strecke. Wo ich nicht weiß, ob das sonderlich gut ist. Also natürlich ist eine freie Strecke immer besser. Als wenn ich jetzt direkt einen vor mir habe. Allerdings glaube ich, bin ich nochmal so ein kleines bisschen schneller, wenn eine KI vor mir fährt. Also nicht direkt so ein bisschen Abstand. Keine Ahnung, weil dann habe ich so ein bisschen... Komm, den holst du auf. Na, so. Wisst ihr, wie ich meine? Keine Ahnung. So, ich hoffe, es wird direkt am Anfang eine ganz okaye Zeit.
Was hatte ich irgendwie? Vielleicht sowas um die 1,40. Wäre nicht schlecht. Aber das weiß ich nicht. Okay. So, dann fahre ich jetzt aber noch mal ein bisschen hoch. Ein bisschen Schwung will ich auch haben. Aber naja. Also ich glaube nicht, dass 2 Minuten eine 10 eine wirklich gute Zeit ist, aber man kann es ja versuchen, ne? Bisher fühlt sich die Runde nicht so schlecht an. Aber man kann ja, hat es ja vorhin gesehen, dass man es auch ganz am Ende in den Sand setzen kann. Oder wie beim Rennen in Oschersleben. Moment mal. So, ich bin wieder da. Hat kurz jemand angerufen. Und, naja, es geht halt weiter. Aber wenn jemand anruft, kann man leider auch nichts dafür. Und vor allem, wenn dann kein anderer da ist, der auch abnehmen kann, dann ist das nun mal so, wie es ist. Und ich werde es ja eigentlich rausschneiden. So, ich weiß nicht, an sich müsste es besser sein als der Vordermann. Weil wir hatten ja über 30 Sekunden und es, ja, wow, war's, immerhin, aber trotzdem. Platz 19 ist jetzt auch nicht so krass gut, würde ich mal behaupten. Und ich werde auch die Runde noch fahren. Und dann auch erstmal wieder in die Box und dann gucken, ob ich nochmal rausfahre. Je nachdem, wie viel besser die Gegner sind. Wenn das jetzt nur ein paar wenige Zehntel sind, dann werde ich natürlich noch eine Runde fahren. Um vielleicht noch so auf Platz 10, 15 zu kommen. Aber wenn das jetzt nochmal ein paar Sekunden sind, dann lasse ich es auch. Weil irgendwie habe ich ja auch generell das Gefühl, im Qualifying etwas langsamer zu sein als im Rennen. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Und ich werde mich ja nicht sonderlich steigern können. Oh Gott. Dann gucken wir mal. Aber ich mach ganz kurz, glaube ich, einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da bin ich auch wieder. Wir sind hier gerade Zeitliste
Und die sind nicht weit entfernt. Also, ja. Jordi Genet ist hier dann ein bisschen weiter, aber ich glaube, ich fahre nochmal. Weil an sich, wenn ich mal eine bessere Runde kriege, und vor allem ich jetzt auch neue Reifen, das kann man leider nicht sehen, weil man das Boxenmenü nicht aufrufen kann. Aber dann habe ich jetzt ja auch neue Reifen. Und hoffe, dass sie nicht allzu schnell kaputt gehen. Bin dementsprechend auch vorsichtig mit denen. Allerdings darf ich natürlich an sich auch keinen blockieren. So fair bin ich dann mal. Weil, naja, wenn der nicht fährt, kann ich da auch nichts für. Ich glaube, man hat es noch so halb sehen können, wie er so dann Tempo reduziert hat und nicht an mir vorbeifährt. Und eigentlich muss ich gar keine Vorfahrt jetzt mehr gewähren, weil ich jetzt gleich auch auf einer schnellen Runde bin. Und ich habe ihn nicht blockiert. Also nicht, dass ich wüsste. Super. Ist super für die Reifen und super für die erste Runde. Ja, für die Runde an sich. Aber ich komme echt nicht ran. Ich meine, ja gut, ich fahre jetzt nicht wirklich überragend, aber... Bei der Kurve habe ich keinen Plan, wie man bremst. Und naja, ich glaube, das Qualifying, da kriege ich nicht mehr wirklich viel hin. Und dann starten wir halt von 19. Aber naja, wir sehen uns das nächste Mal und bis dahin, ciao.